Bohren, Senken und Gewinde schneiden mit der BDS-Magnetkernbohrmaschine MAB 1300. Nachfolgend erläutern wir Ihnen die Anwendung unserer Magnetkernbohrmaschine MAB 1300. Der Kernbohrer wird zusammen mit dem Auswerferstift in die Direktaufnahme eingesetzt und mit zwei Klemmschrauben befestigt. Für Werkzeuge mit 19 mm Weldon-Schaft steht hierfür noch ein Reduzierring von Weldon 32 auf Weldon 19 zur Verfügung. Als erstes stellen Sie die gewünschte Drehzahl an den beiden seitlichen Getriebeschaltern ein. Die benötigte Schalterposition entnehmen Sie der Tabelle auf dem Motor. Das rote Stellrad dient zur Regelung der Drehmomentabschaltung und bleibt in der Regel auf Maximal stehen. Bringen Sie die Maschine in Bohrposition und schalten den Magneten ein. Nachdem der Motor gestartet wurde, wird die Feineinstellung der Drehzahl am blauen Stellrad vorgenommen. Bitte vergessen Sie nicht, den Absperrhahn seitlich am Kühlmittelbehälter zu öffnen. Beim Anschneiden des Kernbohrers wird mit weniger Schnittdruck gearbeitet. Erst wenn das Werkzeug 1 bis 2 mm Material zerspannt hat, wird der Druck erhöht. Bei dickerem Material empfiehlt sich ab 15 mm regelmäßig den Span zu brechen und kurz das Werkzeug zu lüften. Achten Sie auf eine saubere Spanabfuhr, gleichmäßige Schmierung bzw. Kühlung. Gegebenenfalls entfernen Sie Spannester vom Werkzeug. Noch ein Tipp: Hartmetallwerkzeuge werden mit Kühlschmieremulsion aus BDS 6000 gekühlt. HSS-Kernbohrer werden mit Schneidöl BDS 5000, Fettspray BDS 5200 oder Schneidpaste BDS 5500 geschmiert. Nach dem Bohrvorgang werden die Späne entfernt. Hierfür empfehlen wir unseren Powerworker POW 100. Aber Vorsicht, hierbei besteht Verletzungsgefahr und es sind unbedingt Schutzhandschuhe zu tragen. Auch beim Bohrkern ist Vorsicht geboten, der Kern wird durch die Zerspannung stark erhitzt. Des Weiteren zeigen wir Ihnen nun den Einsatz von Spiralbohrer, Senker und Gewindebohrer. Da hierfür Werkzeuge bzw. Werkzeughalter mit Morse-Kegelschaft verwendet werden, müssen Sie als erstes den Gegenhalter entfernen. Lösen Sie hierfür beide Klemmschrauben. Anschließend treiben Sie die Spindel mit einem Austreiberkeil aus und entnehmen den kompletten Block. Nun können Werkzeuge mit Morse-Kegelschaft eingesetzt werden. Achten Sie bitte immer auf saubere Werkzeugschäfte und reinigen Sie regelmäßig den Innenkonus. Stellen Sie nun am Getriebe und am Drehzahlregler die vorgeschriebene Drehzahl ein. Alle nachfolgend beschriebenen Werkzeuge müssen manuell mit Fettspray oder Bohremulsion gekühlt bzw. geschmiert werden. Bitte beachten Sie auch hierbei die Sicherheitsvorschriften. Beim Werkzeugwechsel, Einstellen der Drehzahl und Einsetzen des nächsten Werkzeuges verfahren Sie immer nach dem gleichen Schema.
Zum Gewindeschneiden bietet BDS verschiedene Haltesysteme an. Wir zeigen Ihnen hier einen Grundhalter mit MK4-Konus, in Verwendung mit einem Schnellwechseleinsatz zum Schneiden von Durchgangsgewinde. Andere Werkzeughalter unterscheiden sich in der Maschinenhandhabung nicht. Beide Teile werden nun in den Grundhalter eingesetzt, indem Sie zuerst die äußerste Hülle nach oben schieben und den Schnellwechseleinsatz mit dem Gewindebohrer einsetzen. Durch Drehen findet der Einsatz seine genaue Position und der Verschlussmechanismus rastet ein. Beim Gewindeschneiden wird mit langsamer Drehzahl gearbeitet. Nachdem der Gewindebohrer mit Fettspray eingesprüht wurde, fahren Sie den Maschinenschlitten gleichmäßig nach unten. Der Gewindebohrer zieht sich automatisch in das Material hinein und Sie führen den Maschinenschlitten lediglich mit leichtem Druck hinterher. Überprüfen Sie, ob der Gewindebohrer die erforderliche Schnittlänge erreicht hat. Schalten dann auf Linkslauf um und nehmen Sie den Gewindebohrer bitte sofort vom Anschnitt weg, indem Sie den Maschinenschlitten nach oben wegdrehen. Damit verhindern Sie Beschädigungen am Gewinde selbst. Fertig. Werkzeug und Halter entnehmen Sie in umgekehrter Reihenfolge. Zum Abschluss zeigen wir Ihnen noch, wie der Gegenhalter wieder montiert wird. Als erstes entfernen Sie, falls noch nicht geschehen, den Kernbohrer. Setzen Sie den Gegenhalter inklusive Spindel in den Innenkonus ein. Fahren Sie den Maschinenschlitten nach unten, bis die Konsole auf dem Magneten aufsetzt und befestigen Sie die komplette Einheit wieder mit den beiden Klemmschrauben. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Arbeit.